Hey zusammen, was geht? Heute zeige ich euch, wie man zusammenfasst. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Das ist Luisa von Studieren Plus und auf ihrem Kanal haben wir ein Video gemacht über 5 Tipps, wie man richtig recherchiert bei wissenschaftlichen Arbeiten. Und jetzt machen wir 5 bis 6 Tipps, wie man ordentlich zusammenfasst und liest. Los geht's! Tipp 1. Wenn du Absätze hast, lese diese Absätze einzeln und markiere dir das Wichtigste. Dann kannst du dich nach diesem Absatz fragen, was überhaupt drin stand, und wenn du das verstanden hast, dann gehst du zum nächsten Absatz. Wenn nicht, dann überfliegst du den nochmal. Ich mache das ein bisschen anders, weil ich muss zum Glück für mein Studium nicht so viel, so lange Texte lesen. Mir reicht es meistens, vom Skript zu lernen. Aber auch das ist meistens unnötig lang. Deswegen mache ich das folgendermaßen. Statt mir die wichtigen Sachen hervorzuheben, streiche ich einfach alles Unwichtige. Das heißt, ich gehe von Folie zu Folie, überlege mir auf jeder Folie, was die Kernaussage dieser Folie ist. Und wenn ich merke, dass mehrere Folien im Grundsatz mehr oder weniger das Gleiche aussagen, streiche ich alle davon bis auf eine, sodass ich immer nur eine Aussage pro Folie habe, die praktisch wichtig bleibt. So schrumpft sich mein Skript dann auch ganz schnell mal aus 100 Seiten auf, weiß nicht, 10 zusammen. Tipp 2. Wenn man so einen richtig, richtig langweiligen Text hat, dann kann man ihn auch einfach laut vorlesen, vielleicht auch mit einer Stimme, damit es witzig wird. Wer möchte nicht schon mal so einen witzigen Bericht über Aristoteles in der Stimme von Kermit hören? Ja, das wäre ziemlich witzig. Kann man übrigens auch in einer Gruppe machen, indem man sich gegenseitig sowas vorliest. Oder was ich auch mache, wenn ich einen Absatz einfach partout nicht kapieren will, weil er irgendwie komisch geschrieben wird, ich lese ihn einfach so lange laut vor, vielleicht auch anderen Menschen in unterschiedlichen Betonungen, bis wir zusammen begriffen haben, was das eigentlich bedeuten soll. Tipp 3. Wenn ihr jetzt das Markierte von den Absätzen habt, dann wandelt das in kurze Stichpunkte um und nicht ellenlange, sondern vielleicht 4 oder 5 Wörter. Tipp 4. Wenn man dann diese Stichpunkte hat, wandelt man sie in kurze Sätze um. Dann habt ihr euch mehrmals mit dem Thema richtig beschäftigt. Und zu guter Letzt, viele Leute lernen aus Grafiken besser als aus reinem Fließtext. Reiner Fließtext ist so unmotivierend. Und in Bildern kann man das Allerwichtigste, den Sinn der Sache, am besten zusammenfassen. Um so eine Grafik überhaupt erstellen zu können, musst du ja auch im Grunde genommen erstmal verstanden haben, worum es wirklich geht. Das heißt, sobald du die Möglichkeit hast, dir irgendwie eine Grafik zusammenzubauen, ein Kreisdiagramm oder was auch immer, dir Pfeile zu machen, mach das. Das kann man viel schneller erfassen und verarbeiten und ruft das Wissen viel schneller ab, als wenn du eine ganze DIN A4-Seite Text siehst. Und das waren unsere Tipps zum richtigen Lesen und Zusammenfassen. Wenn ihr das Video, was wir auf ihrem Kanal gemacht haben, nochmal anschauen wollt, dann klickt jetzt einfach hier. Und wenn ihr den Kanal von Luise natürlich auch noch abonnieren wollt, dann klickt auf ihr Gesicht. Und wenn ihr mehr von Literatur und meinem Scheiß sehen wollt, dann klickt auf mein Gesicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!